Okay, los geht's. Okay, und los geht's. Der liegt da praktisch. Los. Oh ja. Der lag da praktisch. Da warst du etwas nah dran. Nein, stimmt nicht. Es kommt noch eins. Das jetzt, ja, ja. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich ist keine gute Aussage. Was? Die stehen auf dem Präsentierte, da können die irgendwas hin. Vorsicht! Hey, was soll er denn sonst rufen? Keine Ahnung. Habe ich gerade einen Schadenschuss links gesehen. Ja. Also, momentan scheinst du dich eingespielt zu haben. Echt? Ja. Perfekt. Vorsicht! Wo, der lebt ja noch. Ich dachte, der wäre weggeflogen. Oh nö. Nein, 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 renn nicht so weit weg. Ja, Mopi, voll cool. Also wenn ich überlege, dass ich bei dem Kampf unten nach der Rutschpartie mit den Steinen gut eine Stunde gebraucht habe und auf dem freien Feld auch gut mindestens eine Stunde gebraucht habe und hier dann nochmal eine Stunde gesessen habe. Ja, hier bin ich ja noch nicht durch. Vorsicht!
aufhalten. Alles klar bei euch? Ich nehme das mal als Ja. Also ich nehme das mal als, da bist du doch gut durchgekommen. Oh. Okay. Nehmen wir den Karren. Los geht's. Entschuldigung, ich will immer Karren boxen. Das war's. Gut gemacht, Leute. Dankeschön, Chloe. Gern geschehen. Chloe, du hast gar nicht geholfen. Da war auch nicht mehr genug Platz am... Karren. Ja. Da ist er. Kamera fährt immer weiter raus. Mobi hängt an der Wurzel. Und dann an der Wand. UV nicht, Mist, klar. Runter! Und da unten sind auch Wächter! Macht ihr das erstmal unter euch aus? Genau, bis dich irgendjemand dann zufällig doch entdeckt. Den da fertig, dessen Waffe, die werde ich brauchen. Hey, dann hat er das echt nicht aufgeben müssen, oder? Jetzt sind wir nämlich Teil des Ganzen. Achso, den kann man nicht boxen. Verstehe. Wer? Von wo? Ich würde sagen, einer von den Blauen und dann irgendwo... Elena, nicht über einen der besiegten Gegner stolpern. Ja.
Gebt eure Armbrüste her! Ich gebe offen zu, an diese Szene habe ich mich nicht mehr erinnert. Man kann sich auch nicht an alles erinnern. Hey, meine Armbrust mal. Okay. Es glänzt nur wie eine Armbrust. Du hast die daneben gegriffen. Okay, vermutlich hier? Der Stein muss hier irgendwo sein. Versuchen wir es oben. Okay. Entschuldigung, das brannte nicht. Das sah verdächtig aus. Wenn es nicht brennt, muss es verdächtig sein. Auf jeden Fall. Na los, beeilen wir uns. Alles klar, Muppi. Perfekte Landung. Wir sind fast da. Juhu. Ich kann sagen, das geht aber sehr hoch auf. Das so sehen, das war auch sehr, sehr hoch. Wir sind tatsächlich die Ersten. So wunderschön. Ja, unbeschreiblich. In einem Baum. Los, zerstören wir ihn und hauen schnell ab. Warte. Irgendwas stimmt nicht. Was meinst du? Marco Polo lag falsch. Das ist kein Saphir, das ist Bernstein. Bernstein. Blauer Bernstein. Weißt du, versteinertes Harz. Es ist Baumharz. Aus dem Zerstören ist sowieso so eine dumme Idee. Wir haben doch schon gehört. Wer nur ein Fragment davon hatte. Was ist denn? Machen wir ganz viele Fragmente. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Hallo, Nate. Ich hasse es, wenn er das macht. Wem sagst du das? Wie konnte ich das übersehen? Was übersehen? Es ist der Plot-Twist. Es ist kein richtiger Stein. Es ist das Harz. Das Harz vom Baum des Lebens. Okay, warte, ich komme nicht mit. Dieser Baum? Nein. Der Baum. Der dicke, große da. Bisschen größer als der, den wir hier haben, ja. Da ist er. Lazarevic. Elena hat bessere Augen. Den Baum. Ja. Aber klar, die schwarzen Zähne. Was? Die schwarzen Zähne der Wächter und der Leichen in Borneo. Sie haben das Harz gegessen und es hat sie verändert. Ich dachte schon geraucht. Lazarevic will das Harz essen? Willst du wirklich hier warten und das rausfinden? Bravo, Sherlock. Wollte gerade sagen, er hat es dumm gelegt. Flynn? Verdammt. Oh, Harry. Was los, Kumpel? Enttäuscht, dass Lazarevic vor dir da war? Du hast ihn knapp verpasst. Ich wollte noch warten, damit du bei meiner Party dabei sein kannst. Party! Vielleicht wollte Soran das die ganze Zeit, hä? Der ist schlauer, als er aussieht. Wir können ihn noch aufhalten. Elena, nicht. Nein, wir können dir helfen. Sorry, Süße. Das ist kein Film. Und du bist nicht die Heldin, die den Bösewicht bekehrt und alle rettet. So läuft das nun mal nicht, Baby. Flynn, hör mir zu. Abschiedsgeschenk von Lazarevic. Den Splint hat er behalten. Elena, weg da! So und so schied Elena aus der Geschichte aus. Oh, Quatsch, ich hab Baumharz des voll guten Lebens oder so. Dir geht's gleich besser. Los, wir bringen dich hier raus. Gut, wir haben ein bisschen blau von. Geht jetzt! Vergiss es. Schwarze Zähne. Was sagst du denn dann, Leute, die sollen zu Onkel Gorbatschow? Aber hey, ein bisschen Nebenwirkung ist halt immer. Okay, ich hab sie. Gib uns Deckung. Okay, Dada. Daran habe ich mich jetzt auch nicht mehr erinnert. Lazarevic. Scheiße. Wir müssen Elena hier rausschaffen. Ja, klar. Den Weg rein. Ja, da.
der macht aber auch immer so eine schöne Rolle, wenn er dann getroffen wird. Aber ich fand das auch sehr schön, wie die Mädels so zweistimmig da sitzen. Ach nein! Verrüstung? Los, weg! Ist dir immerhin nicht auf der Schulter wieder gelandet? Du aber wenigstens auch. Extrem synchron schießen. Okay, gerade treffen nichts mehr. Genau so. Lass mich doch erstmal Waffen aufsammeln, bevor ich Besuch kriege. Du bist tot. Noch nicht. Noch nicht. Ja, alles klar, gut, ist in Ordnung. Ich hab noch 39 Schuss für die Waffe. Granate! Keine Granaten mehr, nein. An diese Szene habe ich mich nicht mehr erinnert, bis gerade eben. Das brauche ich. Mein Freund, du darfst gerne sterben. Danke. Ja, darf ich, aber ich will nur so ungerne. Das kann ich ja auch verstehen, aber... Nein, der hat in seinem Vertrag drinstehen, wie oft muss ich sterben, immer einmal weniger als Luffy. Da hinten. Das war nicht gut. Mist!
Das Bomben-Granatensymbol wurde von meinem überlagert. War auch nur ein Schuss drin, super. Mhm. Auch nur ein Schuss drin. Also Munition haben sie gerade nicht reichlich. Du bist erledigt! Jetzt geht's los. Achtung! Elena, alles klar? Okay. Okay, jetzt ducken, hier durch. Okay, die hatten alle nur noch einen Schuss. Okay. Ich glaube, das war der letzte. Hey. Hey, Elena, wie fühlst du dich? Hä? Nicht gut. Es wird schon wieder. Hey, ich zähle auf dich. Ich merke, Chloe versteht Wimmern. Ja. Ihr geht zum Tor. Macht so schnell ihr könnt. Warte, was meinst du? Nein. Nate, nein. Hör mal, ich muss das beenden. Nein, musst du nicht. Wag dich ja nicht, diesen Blödsinn ganz allein durchzuziehen. Bring sie nur hier weg. Nicht ohne dich. Wenn das Zeug Lazarevich und seine Armee wirklich verwandeln kann. Gut, bitte nicht. Wenn das Harz ihn tatsächlich unbesiegbar macht und ich ihn jetzt nicht aufhalte. Aber das ist Selbstmord. Und du weißt es. Geht jetzt. Ach, ich habe auch die Spanier schon klein gekriegt. Und den nicht verwandelten Bossgegner des ersten Teils. Genau. Und damit bist du im letzten Kapitel. Ich sag mal so, gerade dass ich gesagt habe, der Bossgegner vom ersten Teil war nicht verwandelt. Da geht mir der Fehler meines Plans auf, jetzt hinzugehen und zu sagen, hey, Lazarevich und seine Jungs sind wahrscheinlich inzwischen unbesiegbar. Schaffe ich trotzdem.